Hey, Schuss, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank, A Crack in Time. Ich bin Chester305 und ich realisiere, hier in dem Tal gibt es mal absolut gar nichts, außer nichts nicht existentes irgendwas. Allerdings, okay, die lassen sich schön töten. Super, was mache ich jetzt mit euch? Mann, ja, Fred ist ja gerade nicht da. Aber die Kleinen, die sind... Die wären Munitionsverschwendung. Deswegen... Das Ding ist V4, okay. Mein Gott, wo sind wir hier? Das ist... Das sieht aus wie eine Sony-Statue. Also irgendwo müssen wir ja hier sein. Sieht ja alles sehr grün aus, vor allem regnerisch. Könnte Deutschland sein. Mein... Wow. Uiuiui. Das Ding geht ja unter. Moment. Oh, Leute, kenne ich doch. Warte mal. Ich hab da nie. Ich muss da mal kurz was erledigen. Der Typ da oben, der. Seine Existenz. Nein. So. Dank sei Orbus. Es sind Besucher. Oh. Seid ihr hier, um Geschichten über die große Schlacht im Gimliktal zu hören? Oh, also eigentlich wollen wir gerade ein Bösewicht daran hindern. Wunderbar. Oh, es begann vor vielen Jahren. Damals war ich noch ein Kind. Und jetzt bist du es nicht mehr? Häuptling San Gritnak übernahm gerade seinen Dienst auf dem Erundai-Außenposten, als plötzlich... In der Hoffnung, unser Dorf zu retten, führte Gritnak kaum ausgebildete, schlecht ausgestattete Soldaten in die Schlacht. Leider war ihnen kein Sieg beschieden. Häuptling Gritnak und seine Mann wurden gefangen genommen, eingesperrt, kurz begnadigt, wieder eingesperrt und getötet. Nach Sans Tod waren wir ohne Verteidigung. Ohne ihn verwüstete Commander Argos unser Dorf, indem er die Erundai-Schleuse zerstörte. Es war eine schlimme Niederlage. Könnt ihr erklären, warum das alles so suppenartig hier in der Gegend ist? Dan hier gewesen, um uns gegen Argos zu verteidigen. Tja, die Vergangenheit kann man nicht ändern. Ratchet, ich weiß, wie wir den Fungoiden helfen können und zu einem neuen Transportmittel kommen. Du musst zu diesem Zeitriss. Sigmund, bitte melden. Du musst ein Zeitportal zur Schlacht im Gimliktal stabilisieren. Greife auf Bregus Almanach zu. Geschafft! Stabilisiere Zeitriss in 3, 2, 1. So, das heißt, wir spielen wieder mit der Vergangenheit rum. Ich bin ja der Meinung, das ist nicht gut, aber wer fragt schon mich? Naja. Was ist da? Mein... Hier auf meinem Kartomat wird mir nichts... Kartomat sei schon mal. Auf meinem... Ja, auf meinen Schatzkarten wird hier nichts angezeigt. Ach, hey. Was mache ich denn mit euch? Ja, das wäre Verschwendung. Problem ist... Wisst ihr was? Kann sich nur um Stunden handeln. Mann, what the... Wie viele von denen gibt das hier? Also Geldprobleme habe ich eindeutig nicht. Aber hier oben ist auch sonst nicht wirklich was. Na, wenigstens haben sie mir meine coolen Hoverstiefel gelassen. Naja, ich schätze mal, hier wird es später noch was zu tun geben. Ups. So, da ist der Zeitriss. Hat da jemand seine Wäsche aufgehängt? Ich wärme mich mal kurz auf, ne? Okay, ab in die Vergangenheit. Vor 10 Jahren. Ich verstehe, worauf das hinausläuft. Du musst uns helfen. Die Arianer haben den
Ja, ja, ich brauche Munition, damit ich helfen kann. Sorry, Kleine. Anders bin ich wertlos. Hast du endlich die Rüstung? Du hast endlich die Rüstung. Die Hyperflux-Rüstung. Wurde ja auch mal Zeit. 50% aller Schaden. Wow. Her damit. Ich sehe damit super geil aus. Oh Gott, sehe ich geil aus. So. Ich hab da so einen Freund, den ich euch vorstellen möchte. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Der heißt Fred. Sofern ich ihn rausholen kann. So. Ey, Fred, ich brauche mal deine Hilfe. Alter, wie das Ding aussieht. Wie viel hier los ist vor allem. Moment, Fred schon satt? Kein Problem. Ich hab Nachschub. Wow. Feuerrad. Wieso Feuerrate? Das Ding ist schon fast V4. Komm, Fred. Gib Tappa Happa. Das Ding ist einfach mal V4 gekommen. Warum auch immer. Ich glaube, ich habe es gerade eben gar nicht benutzt. So, was ist hier los? Wie viel Erfahrung geben diese Freaks? Los, Manfred, Fred. Manfred, was sag ich? Manfred. Manfred mampft. Und Fred fretet nur. So schlecht im Kämpfen seid ihr doch gar nicht. Soll nur gelogen hier. Oh, Fred. So. Oh Gott, das Ding ist jetzt V5. V5. Ich will da hoch. Und Gott, sehe ich in dieser Rüstung geil aus. So, bleib mal schön im Netz drinne. Dass er noch zweimal dreht. Jetzt noch. Und die sind ja immer so schön, die wollen ja immer direkt an mich ran. Deswegen ist Fred so toll. Ich kann mich da im Grunde schön an ihm verstecken und dann sagen, so, hier, guck mal, das ist Fred. Dein Argument ist sowas von ungültig. Ist hier irgendwas? Nee, die Karte zeigt auch hier nichts an. Als ob es hier in diesen Gebieten absolut nichts gäbe. Nom, nom, nom. Und V5. Gut. Wo ist meine Belohnung? Danke. Glückwunsch. Sie haben auf die Magnonetzkanone aufgerüstet. Jedes Magnonetz besitzt jetzt Sprengkugeln, die ihr Opfer garantiert verflüssigen. Grummelnet Regenmantel separat erhältlich. Hey Fred, gib noch mehr zu futtern. Ich überlasse das mal Fred. Ich hole mir noch mal eine neue Fred-Kanone. Moment, gleich wieder da. Ich brauche noch mal eine neue Fred-Kanone. Miau. So, das Ding hätten wir jetzt schön, V5. Wieso will gerade... So, geht doch. Geht doch. Der wollte eben gerade nicht zoomen. Ach, hey. Okay. Fred, ich brauch dich. Ja, hallo, ich sag mal so, man hat der Waffe einen Namen gegeben, also sollte man ihm auch bei Namen nennen, das ist sonst unhöflich. Oh mein Gott, das Ding ist V5! Glückwunsch, Sie haben auf den Spaltreißer 5000 aufgerüstet. Die Grummelnet-Wissenschaftler haben entdeckt, dass sich durch die Entfernung des Lorenz-Stabilisators Portale schließen, und zwar abrupt und explosiv. Gut für Sie, schlecht für Ihre Falten.
Und ich kann jetzt mehrere auf einmal haben. Ultra Fred. Wow. Ich glaube, jetzt fehlt wirklich nur noch die Kyromin. Das heißt, irgendwie muss ich die Kyromin noch leveln. Okay, kriegen wir auch irgendwie hin. Hoffe ich. Irgendwie werden wir das schon hinkriegen, die Kyromin auch noch zu leveln. Ich meine, wir haben es jetzt geschafft, Fred innerhalb von ein paar Minuten auf Level 5 zu bringen. Ich meine, what the? Wo soll ich jetzt hier eigentlich hin? Ich bin hier gerade ein bisschen verloren. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Achso, ich kann hier hin. Ups. So, und dann einfach weiter. Jurik, was machst du außerhalb des Bunkers? Deine Mutter wird sehr enttäuscht sein. Aber dieser Lombax hier will uns helfen. Ich bin Ratchet, das hier ist Clank. Ich bin Zahn, das sind Tufur und Enert. Jurik, geh mit den anderen in Deckung. Wir schützen die Schleuse. Oh oh, ein Hydra-Panzer. Noch ein Hydra-Panzer. Und Kriegsschiffe. Ich brauch Fred. Ratchet, die Hydra-Panzer versuchen, die Schleuse zu zerstören. Ja, nur wir haben hier ein Problem. Ich muss hier Pyromin und so, ne? Wir verstehen uns. Deren Bauch ist der Schwachpunkt. Ich habe auch einen Schwachpunkt. Das nennt sich keine Munition haben, wenn ich es brauche. Erstmal tanzen lassen. Dann gucken wir weiter. So. So, müssen wir jetzt den Hydra-Panzer hier loswerden. Okay, V3 Kyromin. Feuer die Dinger jetzt einfach mal durch die Gegend in der Hoffnung, dass die einfach ein Level steigen. Grundlos. Wow. Gib mir das. Nein! Ach ja, so ein Hydra-Panzer ist schon was Süßes irgendwo. Und nein! So, Kyromin haben wir jetzt keine. Doch, wir haben die, wir haben noch zwei Kyromin, okay? Ey Fred, tu mir mal einen Gefallen, hilf mir mal. Hilf mir mal und ess ihn mal. Ich habe das Gefühl, Fred würde gleich wirklich den Hydra-Panzer hier fressen. Fred 2, los. Auf jeden Fall, der Schaden, den das Ding macht, ist unmenschlich. Das Ding geht so schnell runter. Ich kann so schnell nicht mal die Schilde kaputt machen von dem Ding. Auch was Besseres. Um genau zu sein, sterben wir jetzt uncool. So, letzter Schild. Rupp das Ding raus! Hier spricht Commander Argos. Mein Angebot, euer Leben im Tausch gegen dieses Tal zu schonen, ist abgelaufen. Ihr werdet vernichtet. Kommander Argos versucht, das Tal zu überfluten. Wir müssen oben auf das Schleusentor. Ist in Arbeit. Ich weiß was. Wir brauchen ein... Ich brauche erstmal Munition. Das verstehe ich nicht. Wie helfen uns denn Samen im Kampf gegen die Agorianer? Vertrau mir. Okay. Ist in Arbeit. Krieg hin. Nur, wo sind hier Samen?
Ich meine, hier sind Felder, aber ich brauche Samen dafür. Habt ihr irgendwo Samen? Nur so? Nee? Shit. Oh, Samen. Wo habt ihr hier eure die Samen? Die ihr Samen. Aha! Okay. Die sehen zwar ein bisschen komisch aus, aber sollten ihren Job tun. Hier sind ja auch welche. So. Aber einsam. Hing fest. So. Jetzt hier nochmal hin. Hier war einer. So. Und dann brauchen wir nur noch einen. Erstmal wollen wir nochmal einen Samen. Und zwar, das war hier oben. Der Kleine rennt da auch wieder rum. Süß. Und. Wuhu! So. Und rein da. Wo ist mein Samen? Shit! Ich brauche noch einen Samen. Okay. Nochmal. Ich meine, die Dinger verschwinden doch nicht einfach, oder? So. Rein damit. Samen gepflanzt. Mission erfüllt. Wie groß war die Chance, dass das passiert? Das willst du nicht wissen. Komm, wir müssen zurück in die Gegenwart. Okay, back to the future. Ich meine, ja, back to the Gegenwart. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier ein paar Ranken mehr. Nur wie... Achso. Nutzer Rank. Das hat nicht funktioniert, was? Ich habe die Dorn zwar gesehen, wie ich sie weggeschlagen habe. Also es kam mir so vor, als ob ich sie weggeschlagen hätte, aber... Naja. Das Ding geht in das wächst in das Portal rein. Wow. Das ist du. Ein Romanz gegen einen Andorianischen Klasse 3 Raumkreuzer. Du hättest mit dem Rest von euch die Galaxie verlassen sollen. Wie wäre es mit Suck a Ball? Irgendwie sowas wie ein Schild wäre geil. Super, schon wieder keine Munition für dieses Ding. Wer hätte gedacht, dass eine Sniperwaffe so schlecht zu leveln ist? Ey, Fred! Oh, Fred will gerade nicht. Fred ist schon da und ja, super. Was haben wir denn noch für Spielzeuge, mit denen wir das Leben zur Hölle machen können? Hast du dich in Kleber gehüllt? Sieht zumindest so aus. Shit. Ich könnte Energie gebrauchen. Oh. Weg. Ich habe immer noch Scharfrichter-Munition, umso besser. Nee, zieh raus! So. Das könnte sogar tatsächlich noch sehr, sehr knapp werden mit mir. Du Roboter-Anus? Hat er mich gerade einen Roboter-Anus geschimpft? So ein Arschloch. Los, Fred. Geh jetzt zu Fred. Hier. Was willst du tun, wenn ich bei Fred bin, ne? Nee, du wurdest gefressen. So schaut's doch aus. So. Und du erscheinst.
So vor mir sind. Nein! Hör auf wegzugehen! Komm wieder her! Fred hat Hunger! Okay, Fred frisst einfach mal die Minen, die hier mir... Ja, super! Mano! So kurz vorher, wisst ihr? Ich möchte aber nicht schon wieder so einen langen Part machen. Möchte ich nicht. Wisst ihr, das ist mal wieder bei Let's Play Legend of Clank Crack in Time. Lasst unsere Flamme weiter lodern. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.